Ja, und damit willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Nämlich Bray, wie ihr schon seht. Genau. So. Seit ungefähr, wie früh ist jetzt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube kurz halb zwei ist jetzt. Halb zwei Uhr morgens. Es ist seit 1 Uhr veröffentlicht offiziell. Na, eher seit um halb zwei. Jetzt hat es eher gerade richtig begonnen und ich bin zu lange wach geblieben, um gleich mal eine Folge aufzunehmen und es dann gleich für euch heute noch hochzuladen. So, ich gerade mal gucken, neues Spiel? Okay, Leer spielen auf den normalen Modus. So, männlich oder weiblich? Ja, männlich. So. Du betrittst dein Apartment. So, ich hoffe, wir kommen klar mit dem Spiel. Ich bin gespannt, was uns erwartet. So. Spiel läuft flüssig, so wie es bis jetzt aussieht. Warum sollte es nicht flüssig laufen? Egal. Oh, ich freue mich. Deswegen bin ich wach geblieben noch. Ich wollte gleich loslegen. Im Jahr 2032. So. Es lädt. Beliebige Taste. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. So, okay, kann man gucken. Danke, dass du Brave vorbestellt hast. Deine Vorbestellboni findest du in einem speziellen Behälter in Morgans Büro. Ja, super. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Ja, dann ist gut. Der erste Tag, neues Ziel. Du hast ein Ziel bekommen. Drücke O, um dein Transcribe zu öffnen. So weit weg ist die Taste. Okay. Muss ich noch ein bisschen was umändern. Der erste Tag, ziehe deine Transstar-Uniform an. Okay, dann drücke ich die Rücktaste. So, mit F benutzen. Das funktioniert schon mal gut. Neues Ziel. Ach so, das fühlt sich doch gleich mal besser an. Okay, ich steige in den Helikopter auf dem Dach. Oh, Tür. So, warte mal, ich habe doch immer hier speziell. Jetzt gucke ich mich erstmal um. Zu alles haben. Klettern, alles klar. Elektronik leicht gemacht. Auszug aus dem Vorwort von Elektronik leicht gemacht von Internet. So cool. Okay, das lese ich jetzt noch nicht. Oh. Morgen, Zug gesperrt. Okay,
gut, ich gehe jetzt mal raus. Was haben wir hier noch? Eine Küche? Vielleicht noch ein Käffchen trinken? Essigen Kiffkuchenschmorgen. Okay. Ja, ich gehe jetzt einfach mal diese Tür entlang und gehe zum Helikopter, hätte ich gleich mal sagen. Ich mache jetzt einfach mal... Guten Morgen, Mr. Yu. Mr. Yu. Okay. Wo sind wir denn eigentlich? In Echelon? Resident... Diese Dinger können tückisch sein, wissen Sie? Ja. Um zu springen, umschalt, um zu sprinten. Ganz normale Steuerung. Oh, ist das für ein Balken? So. Dach. So, welchen Stock sind wir? Jetzt sind wir am 52. auf dem Dach. Okay. So, Türe öffnen. Und da ist schon der Helikopter. Der erste Tag. Darf ich jetzt auch fliegen? Mr. Yu, machen Sie sich's gemütlich. Gleich geht's los. Ja, super. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. Ey, cool. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Na, dann bin ich ja glücklich. So, wow. Ein bisschen zoomen. Nee. Das sieht doch mal geil aus. Schöner Blick auf die Bucht. An Arcane Studios Produktion. Nett gemacht, ey. Wirklich. Entdecke ich noch was? Auf jeden Fall große Hochhäuser. Und jetzt? Ah. Pray. So, sind im Landeanflug. Und damit willkommen zu Prey. Da wären wir, Mr. Yu. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Danke. Zum Testzentrum. Hallo, Dr. Yu. Wow. Hallo. Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator. Kann ich mir sowieso nicht merken? Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Das hört sich doch ganz gut an. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zu Talos 1 befinden. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu. Zumindest ich. Wenigstens einer, ne? Transtar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Okay. Alle unsere Labore erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen. Seltsam. Das ist noch nie passiert. Ich muss eine Wartung beantragen. Entschuldigen Sie, Dr. Yu. Schaubelocker. Ihr Bruder wartet sicher schon auf Sie. Der Aufzug wird sie direkt in den Testbereich bringen. Oh, das war's. Mehr hat sie nicht mehr zu sagen. Okay. Willkommen. Aufzug. Morgen, Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Ich denke mal ja. So, wow. Haben wir gerade einen 100. Stock. Was ist denn das Haus? Dun, 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 dun. Morgen. Endlich. Hallo. Begib dich zum Testzentrum. Erledigt. Grüß Gottlieb. Soll ich im Wartebereich warten? Nö. Okay.
Hallo. Hey. Nicht so nah. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Danke. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Use. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalten... Wo ist er mal hier? Dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Okay. Ich wünschte, ich könnte dir zeigen, woran ich gearbeitet habe. Hallo. Geh lieber rein, sonst wird Bellamy ungeduldig. Sie werden erwartet, Sir. Ja, ich gehe ja schon. So. Knopf. Hallo, Knopf. Guten Morgen, Morgan. Oh, hi. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Für was Tests? Bereit? Gut. Fangen wir an. Okay. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Danke. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Und wegen sowas hat man so einen großen Raum. Cool. Gefällt mir. Okay. Jetzt auf den Stuhl setzen, oder? Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wo soll ich mich verstecken? Warte mal. Okay, ich drücke jetzt mal den Knopf. Sobald Sie bereit sind, Morgan. Sehen Sie? Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich... Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? Das war in Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Ich hab gedacht jetzt ja, warum eigentlich nicht, ne? Oh, was jetzt? Jetzt habe ich nur einen Knopf. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne Nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Der Lautsprecher ist noch an. Ja. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Sicher? Ich glaube, ich langsam nämlich nicht mehr. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Ich möchte auch einen. Hallo. Danke. Ich möchte auch einen Kaffee. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Ich sitze. Danke. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ja, okay. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Alles klar. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Start. Sie planen Ihre Ruhe.
Sie planen ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus. Was Neues? Gut, Sie haben den Dreh aus. Weiter so. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst, ich weiß es nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war es wert. Alles klar. Warum soll ich zum Tode verurteilt werden? Lass mich mal überlegen, was wäre sinnvoll bei mir? Es hat auch niemand das Recht dazu. Ist so. Fertig. Nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen. Doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. 5 versus 1. 5 oder einer. Wer überlebt? Da wurde jetzt gar nicht drauf antworten. Das Gleis wechseln. Gut. Weiter. Fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Alter. Boah. Was sind das für Fragen? Alter. Aber jetzt mal sinnvoll gedacht, wenn jetzt da der fettleibige Mann auf den Zug stoßt, dann kommt er nicht zum Stehen eigentlich. Oh. Ja. Fast macht's denn irgendwas? Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihr Tod bedeuten. Ich würde mich eigentlich opfern. Glaube ich auch. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Der Chief. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Tja. Doch vom Trailer. So, ich ziehe meinen Anzug an. Ich öffne die Tür. Oh
mein Gott. Sein. Ich nehme es mal mit. Tür ist verschlossen. Irgendwie ging es doch mal links weiter, oder? Ist die Tür öffnen? Ist auch verschlossen. Was ist hier faul? Ah, guck mal da. Okay, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich kann hier irgendwie was... Fragen, gehe, durchsuchen. Okay. Ist mal interessant. Alles klar. So. Ich habe das Apartment verlassen. Was ist das Ding? Das Fenster? Aha. Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Okay. Also wir nur schauen, ob ich hier irgendwas finde, was vielleicht nützlich sein kann. Habe. Okay, Oh, halt. Ich steh weg. Ja. Rohrzange. Die Industrierohrzange, Hephardus Aushefe genannt, ist die Standardmodell für das Wartungspersonal der Transstars-Einrichtungen. Eignet sich für die freimütige Anwendung perkussiver Wartung und mechanischer Auseinandersetzung. Okay. Ich glaube, mich erwartet gleich ein Angriff. Okay, das ist der Helikopter. Let's go.
Testing Rooms. Medikit. Okay. Wow. Darauf, was sie aufnehmen. Ah, okay. Ah, guck mal. Morgens Verhalten. Nach morgens Ausbruch. Bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschungen mehr mit Morgan erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte Morgan, wie erwartet, alles über den vorigen Test vergessen. Aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragungen und während des Tests selbst zu erfassen. Oh, Entschuldigung. Langsam, langsam, langsam. Ja? Wird spät. Irgendwas, was sinnvoll ist für mich? Okay. Ich frage jetzt schon mal, wo ich hin muss. Erreiche die Hauptlobby. Ah. Control Room. Ich bin komplett falsch. What the hell? Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Aber okay. Nekropsie benötigt. Okay. Macht Spaß. Nochmal eine Rohrzange. Alter, da erschreckst dich ja. Ist das cool. Oh, Munition. Das wird noch eine Waffe. Jetzt weiß ich, was mit dem Aufheben gemeint ist. Das ist wahrscheinlich gemeint, falls ich so ein Viech, wie heißt die, mitkommst. Wie aufhebst. So, jetzt muss ich mal zu dem Haupt. Puh. Geht's immer mit. Zurück. Funktioniert auch nix. Mal. Erreiche. Die Hauptlobby.
kann nicht. Hauptlobby, Hauptlobby. Also. Kriegen wir doch hin. Exit Lobby. Ah. Wow.